Hallo! Ergänzend zu meinem letzten Video mit der Anleitung für eine Mund-Nasen-Maske habe ich jetzt heute noch ein kurzes Ergänzungsvideo für euch mit ein paar sehr interessanten, hilfreichen Tipps. Und zwar wollte ich euch erstmal mitteilen, dass ich unter dem letzten Video einen neuen Link eingestellt habe, schon etwas länger her. Jedenfalls ist es nicht der vom Anfang, für mehrere Größen. Das hatte ich zwar am Anfang schon, aber ich habe jetzt noch eine Herrengröße hinzugefügt, weil ich die Rückmeldung bekommen habe, dass die Standardgröße für Erwachsene, die habe ich L genannt, dass die doch eher großen Herren, so sagen wir mal über 1,85 und gut über 100 Kilo oder sehr rundes Gesicht oder so, oder auch mit viel Bart, dass da besser die Größe XL passt. Ich habe jetzt als Empfehlung dazu geschrieben, dass die kleinste Größe so bis für Kinder, ja, bis zu 2 Jahre ungefähr passt. Die Kindergröße passt dann wirklich gut so von 2 bis 10 oder 12. Manchmal mache ich das auch so, dass ich hier die Erwachsenengröße nehme und nähe die dann ganz bisschen knapper, wenn jemand eine Maske haben möchte, die für ein 11-jähriges oder 12-jähriges Kind ist, dann nehme ich die Erwachsenengröße, mache die halt wie gesagt ein ganz bisschen kleiner. Und ja, mittlerweile halt auch die Herren XL-Größe. Für durchschnittliche Männer reicht aber auch normalerweise die Größe L. Aber XL sitzt dann halt doch nochmal besser. Von den Größen habe ich die jetzt mal hier auf meine Schneidematte gelegt. Ich habe den Nasenbügel jetzt mal platt gedrückt, das heißt, der ist jetzt nicht hoch. Ist die, sage ich mal, Kleinstkindgröße. Da ist es 15 cm breit. Bei der Kindergröße sind wir dann bei 18 cm. Die normale Erwachsenengröße ist bei 21 und die Männer-XL-Größe ist bei 22. Gar nicht so erheblich, ja, breiter, aber doch nochmal in der Höhe ein deutlicher Unterschied. Mein erster bzw. nächster Tipp, der dreht sich um die Nasenbügel. Ich hatte euch im letzten Video diese Bügel hier unten in die Infobox gestellt, die sind mit Papier. Das hat sich als totaler Flop erwiesen, aber ich wollte es euch jetzt nicht vorenthalten, was ich mittlerweile nehme. Und was ich in Zukunft nehme. Also, das hier totaler Flop. Denn wenn die nass werden, zerknäulen die total und ihr habt nur noch den Draht übrig und der rostet sogar auch noch. Also könnt ihr leider vergessen. Immer noch beliebt sind diese ja, Toastbeutel, Tüten, Clips, wie auch immer. Die sind nämlich nicht mit Papier, sondern mit Plastik und die sind bisher bei mir nicht gerostet. Fokus. Ja. Also die kann man immer noch gut nehmen, wenn man in kleiner Anzahl näht. Können die Leute dann alles sammeln. Aber was ich bei meinen allermeisten Masken jetzt benutzt habe, ist das hier. Und zwar Stromkabel. Ich glaube, das ist 2 mm breit, 2 mm dick. Ist ein Kupferkabel drin. Sieht man jetzt wahrscheinlich nicht. Nur ein einziges Kupferkabel mit einer Kunststoffummantelung. Ich schneide die mir immer Pi mal Daumen 6 cm lang zu. Und dann nehme ich diese Zange und biege die Enden um und drücke das richtig platt. Ja, seht ihr ja hier. Und die nähe ich dann oben in die Taschen ein. Das klappt echt richtig, richtig gut. Ich bin mega begeistert. Ich zeige euch das auch gleich nochmal, wie ich den Ablauf des Nähens jetzt mit diesen Bügeln hier, mit den neuen Nasenbügeln, die sich übrigens ohne Probleme bei 60 Grad waschen lassen, wie ich da den Nähablauf noch optimiert habe. Dann wollte ich euch noch erzählen, was ich in Zukunft vorhabe, für die Nasenbügel zu benutzen. Und zwar habe ich bei einer, naja, Versand-App, bei der man auch gut im Ausland bestellen kann, fängt mit A an und hört mit Press auf, werden wahrscheinlich viele von euch kennen, habe ich Aluminium-Nasenbügel bestellt. Ich habe aber auch jetzt danach gesehen, dass es die mittlerweile bei dem großen A gibt. Ich setze euch den Link unten in die Infobox für diese Aluminium-Bügel. Die sind dann 8,5 bis 9 cm lang, sind dann etwas breiter, aber sehr schmal, also nur einen halben Zentimeter und einen halben Millimeter dick. Stimmt das? Ich dachte. Ja, ich glaube, da steht 0,5 mm dick dabei. Die soll man toll biegen können. Die sind aus Aluminium, theoretisch rostfrei.
Und ja, ich bin sehr gespannt, wie die dann sind. Ich kann euch gerne mal ein kurzes Update geben, wie diese Bügel dann funktioniert haben. Ich setze euch einen Link in die Infobox. Schaut euch die auf jeden Fall mal an, denn die haben den Vorteil, dass man die viel einfacher einnähen kann. Denn für diese etwas dickeren Stromkabel muss ich erst eine Tasche vornähen, dann das Stromkabel reinstecken und dann nochmal hier zunähen, weil sonst das Füßchen hier auf dem dicken Stromkabel total rumwackelt und dann die Fäden nicht richtig greifen hier und man dann lauter Fadengeknäuel unten drunter hat. In diesen Masken, die sind jetzt ein bisschen zerknittert, weil die in der Waschmaschine und im Trockner waren. In diesen hatte ich mal diese Papierbügel vernäht. Und ich will euch mal zeigen, was man machen kann, wenn das nicht funktioniert hat. Dann habe ich, nein, falsche Maske, hier oben, ja, habe ich einen ganz kleinen Schnitt vorgenommen und habe den Bügel rausoperiert. Kann man dann mit 5 Stichen und einem weißen Faden von Hand einfach wieder zunähen und kann die Maske auch super ohne Nasenbügel benutzen. Wenn man es schön machen will, dann nimmt man sich, ich muss mal das Handy mit der anderen Hand halten, ich muss leider hier alleine filmen, so einen Nahtauftrenner und dann habe ich rundherum diese Naht, in der ich den Papierbügel eingefasst hatte, einfach aufgetrennt und hier unten, wo ich am Schluss die Wendeöffnung verschlossen habe, auch ein kleines Stück aufgetrennt und habe ihn da wieder rausgeholt. Und dann könnte man auch theoretisch nachträglich nochmal einen anderen Bügel einnähen oder sie eben wieder zunähen und ohne Nasenbügel benutzen. Hier, genau, hier seht ihr die Wendeöffnung. Wenn ich es nachher wieder zunähe, sieht man da gar nichts von. Wenn ihr zu den Glücklichen gehört, die noch Gummis gefunden haben, super. Das ist ganz toll. Ich hatte zum Glück am Anfang, wo ich begonnen habe, diese ja, Mund-Nase-Masken zu nähen, ein Regenbogengummi geschenkt bekommen. Also das hat mir jemand gespendet, weil ich ganz viele von den Masken auch dann weiterhin gespendet habe. Und die habe ich als Gummis benutzt. Die sind sehr dünn. Die sind nur 1 Millimeter dick. Die habe ich hier an den Kindermasken oder an den bunten Masken. Aber hier an den Erwachsenenmasken sieht das dann halt doch nicht so schön aus. Für den Fall habe ich einfach hier so ein Elastikkordel genommen, aber das kriegt man halt nicht, das kann man echt vergessen. Deswegen als Tipp noch, wenn ihr noch Gummireste zu Hause habt, was ich ganz, ganz viel gemacht habe, ich habe breites Gummi genommen und habe das der Länge nach durchgeschnitten. Ihr seht ja, dass hier viele einzelne Gummis drin sind. Dann habe ich einfach mit der Schere der Länge nach geschnitten und habe dann, wo ist denn hier eins irgendwo drin? Genau, einzelne Streifen da rausgeschnitten und das dann als Gummi benutzt. Das funktioniert super, aber ihr müsst einen Test machen. Schneidet einmal dünne Streifen ab und dann zieht ihr mal da dran. Wenn das funktioniert, ohne dass es ausfranst, dann ist es gut. Aber es gibt auch welche, die fangen dann komplett an zu bröckeln, weil die irgendwie anders verwebt sind. Ich kenne mich damit nicht aus, aber ja, jedenfalls bei denen hat es super funktioniert und wer da noch Reste hat, der kann sich echt glücklich schätzen. Auch bei weiteren Gummis habe ich jetzt rausgefunden, dass 2 mm am besten sind. Diese hier von Prim, die sind schon ziemlich gut mit 1,5 mm. 1 mm bei diesem Regenbogen-Gummi fand ich jetzt zu eng. Da habe ich auch die Rückmeldung bekommen, dass das etwas wehtut hinterm Ohr. Habe ich auch die Erfahrung mitgemacht beim Einkaufen. Dann hatte ich welche gekauft, die waren 3 mm dick und überhaupt nicht so dehnbar. Also die waren sehr, sehr fest, die haben auch nicht gut funktioniert. Aber wenn man bei einem dickeren Gummi ein etwas weicheres wiederum hat, dann würde das wahrscheinlich auch gehen. Noch 2 Tipps, was ihr auch benutzen könnt. Und zwar versucht es doch einfach mit Haushaltsgummis, wenn ihr da noch welche bekommt oder vielleicht auch einfach zu Hause habt. Ja, die könnt ihr euch ja auch aufschneiden und dann wieder in der passenden Größe einfach zusammenknoten. Oder jetzt habe ich noch einen Tipp für euch und dafür muss ich jetzt mal ganz schnell das Stativ aufbauen. Ein ganz, ganz heißer Tipp für Gummiersatz habe ich noch von einer ganz, ganz lieben Frau über Kleinanzeigen erhalten. Ich weiß den Namen nicht mehr, aber wenn sie das sieht, ganz, ganz liebe Grüße. Und zwar nehmt euch Perlon-Strumpfhosen, schneidet die Beine ab. Das hier ist jetzt ein Bein. Hier unten ist der Fuß. So, dann nehme ich das Bein und habe jetzt, ich glaube, ich hatte das einfach probiert mit 2 cm. Schneide ich ab. Friemel das auseinander. Dann verdreht sich das schon so ein bisschen automatisch. Dann habe ich das einmal zack hier unten abgeschnitten und in der Hälfte nochmal hier unten. Und dann habe ich das in meine Maske reingenäht. Kleinen Moment, das seht ihr jetzt auch hier. Und das ist das Gummi. Mega, mega gut. Ihr seht, wie eng das hier sitzt. Der Knoten ist hier innen drin. Na, komm raus. Da ist der Knoten.
Und den ziehe ich immer hier rein. Und das sitzt ziemlich eng, weil es sehr weit ist. Wenn euch das zu weit ist, macht knotet es lieber erstmal sehr weit. Wenn es euch immer noch zu weit ist, nehmt ihr das Ende und macht dann hier etwas weiter unten nochmal einen Knoten rein. Und auch noch was, was ich jetzt nicht an der Nähmaschine zeige, weil ihr euch das auch sehr gut vorstellen könnt, bin ich mir sehr sicher. Wenn ihr diese Seite umklappt, um das hier festzusteppen und das Gummi lässt sich leicht schwierig durchfädeln, dann könnt ihr auch das Gummi einfach direkt schon einlegen, ohne den Knoten zu machen. Also, ich zeige euch das mal hier. Ihr nehmt das Gummi, legt das natürlich unten drunter hier rein, steppt das fest, dann macht den Knoten und zieht ihn rein. Das geht natürlich auch sehr, sehr gut. War sehr hilfreich, der Tipp. Vielen lieben Dank an alle lieben tollen Tippgeber. Ich wollte euch jetzt noch zeigen, wie ich meinen Nähablauf verändert habe. Also ich habe Vorder- und Rückteil zusammengenäht, habe das gewendet. Hier unten ist meine Wendeöffnung und jetzt nähe ich einmal hier oben komplett zu, aber nur oben. So, dann nehme ich hier mal einen vorbereiteten Nasenbügel. Hier oben ist jetzt zugenäht, das ist die obere Kante. Da lege ich meinen Nasenbügel ziemlich mittig drauf, nehme dann den Bleistift und mache so, naja, wie viel wird das sein? Nicht ganz einen Zentimeter, vielleicht so Füßchenbreite. Links und rechts mit einem Bleistift striche. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das jetzt hier sehen könnt, aber ich kann es sehen und dann nähe ich erstmal nur hier runter und dann darüber und dann lasse ich das offen. Ich zeige es euch mal schnell. Einmal hin, einmal zurück, nochmal hin. Dann mache ich die Nadel runter, drehe den Stoff um und gucke dann immer hier, dass ich so einen halben Zentimeter von der Naht weiter nähe. Und hier nochmal auf Naht verriegeln. Jetzt haben wir quasi ein L genäht. Dann hole ich es mir aus der Nähmaschine raus. Ups. Was für ein Fail. Jetzt habe ich gerade hier hinten reingeschnitten. Das ist mir noch nie passiert. Oh mein Gott. Tja, gut, that's life. Ich drehe das jetzt nicht nochmal neu. Also ihr seht jetzt, dass ich hier, ich hoffe, ihr seht das, eine Tasche genäht habe. Und jetzt nehme ich mir meinen Bügel, stecke den hier unten durch die Wendeöffnung. Hier oben rein. Und manchmal habt ihr hier Geknäuel, weil ihr hier den Stoffüberstand innen habt. Dann müsst ihr gucken, dass ihr hier zwischen einer anderen Lage einfach durchsteckt. Dann geht das. Dann schiebe ich mir, weil ich habe mir rechts und links ein bisschen Platz gelassen, den ganz nach rechts, damit hier mein Nähfüßchen jetzt genug Platz hat und nähe das noch zu. Hier auf der linken Seite nur einmal vor und einmal zurück. Knapp kann ich abschneiden und den Rest brauche ich euch jetzt nicht zeigen. Ihr näht jetzt einfach nur unten zu, denn diese seitlichen Kanten, die habe ich mir jetzt einfach gespart, denn die werden ja automatisch zugenäht. Wenn ihr erst unten zunäht, dann dreht ihr es um, klappt das so ein bisschen ein, so wie ihr es halt haben wollt, mehr oder weniger. Das ist Geschmackssache oder es liegt auch daran, was für ein Gummi man benutzt und näht es dann hier zu. Dann habt ihr nämlich auch nicht zwei Nähte übereinander und das sieht irgendwie so hübscher aus. So, zum Abschluss noch, jetzt ist diese schöne Kirschmaske hier fertig. Ich schneide dann immer noch die kleinen Fädchen ab, wenn man hier noch welche sieht. Zur Reinigung wollte ich euch noch sagen, waschen bei 60 Grad ist hier überhaupt kein Problem und ich denke auch die sicherste und einfachste Variante. Aber wer nicht jeden Tag eine 60-Grad-Wasche hat oder machen will, der könnte die auch für eine halbe Stunde bei 75, 60, 65, nee, 65 bis 70, manche sagen auch sogar 80 Grad waschen, dann übernehme ich jetzt keine Garantie natürlich für. Googelt mal selbst, aber man kann die eine halbe Stunde in den Backofen tun und dann soll die auch steril sein. Was heißt steril? Nicht steril, aber die Coronaviren sollen abgetötet werden. Es gibt auch eine Variante in der Mikrowelle. Das habe ich noch nicht probiert. Ich schmeiße die einfach in die Waschmaschine. Ich habe ja zum Glück ein paar als Ersatz, aber ja, wer jetzt nur eine hat, dann am besten in die Waschmaschine oder man könnte die auch in eine Schüssel mit Wasser tun oder einen Kochtopf und die da drin auskochen. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Ansonsten schaut mal in die Infobox. Ich setze euch die aktuelleren Links rein zu den neuen Nasenbügeln, die ich bestellt habe und noch zu den Gummis, die ich bei eBay gefunden habe, sofern die dann noch verfügbar sind. Aber vielleicht hilft es euch ja.
Ansonsten, ja, viel Erfolg, bleibt gesund, passt auf euch auf und denkt dran, Nutzung der Masken nur auf eigene Gefahr. Bei Kindern solltet ihr das ordentlich überlegen. Ich selbst würde jetzt einem Baby keine anziehen, da würde ich von abraten. Es gibt ja jetzt die Diskussion, ob ja, Kinder die überhaupt tragen sollten, weil manche sagen, dann ja, können die irgendwie ohnmächtig werden oder das kommt zu einer gefährlichen Rückatmung wegen dem Kohlenstoffdioxid oder das, was ja, was halt ausgeatmet wird. Und ich bin kein Fachmann, ich kenne mich da nicht aus, aber jedenfalls soll das wohl für kleinere Kinder gefährlich sein. Ging jetzt irgendwie ein Kettenbrief rum, aber dann hieß es wieder, das ist widerlegt worden und Kinder in der Klinik, die krank sind, die müssen ja auch Mund-Nasen-Bedeckung tragen und die haben da auch keine Probleme. Es sei halt widerlegt, dass es nicht gefährlich sein sollte. Jedenfalls, wie gesagt, tragen auf eigenes Risiko. Ich würde meine Kinder da sowieso nur unter Aufsicht und nur so kurz wie möglich die tragen lassen. Wenn man zum Beispiel im Wartezimmer ist oder irgendwo, wo man den Abstand nicht wahren kann. Ja, das war's von mir. Sorry, es ist leider ein sehr langes Video geworden, aber ich hoffe total, dass für euch da der ein oder andere Tipp dabei war und euch echt weitergeholfen hat. Ansonsten viel Erfolg beim Nähen. Wenn ihr weiterhin Fragen habt, schreibt mir. Ich versuche alle zu beantworten. Schnittmuster findet ihr unter diesem Video in der Infobox. Da müsst ihr mit so einem kleinen Dreieck da die Infobox, die müsst ihr erst aufklappen. Und auch in meinem alten Video, wo die ja, normale Anleitung von dieser Maske einmal noch komplett zu sehen ist. Bleibt gesund. Tschüss.